Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas von Playageddon. Was wir in der heutigen Folge tun werden, ist, wer war das? Irgendjemand aus meinem Clan zumindest hat mir einen Vorschlag gemacht, dass ich mal einen ganz speziellen Angriff mache. Und zwar, ich greife mit jeder Truppe an, mit jeder, also, bis auf den Laberhaut, weil ich den noch nicht besitze. Mit 10 Barbaren, 13 Bogenschützen, 10 Lakaien, 4 Schweinereiter, 2 Magier, eine Valkyrie, eine Hexe, ein Golem, ein Drache, ein Päcker, 10 Goblins, 2 Riesen, 5 Mauerbrecher, 2 Luftballons und ein Heiler. Wie ich damit angreifen soll, ich habe keine Ahnung, und von jedem Zauberspruch habe ich auch einen dabei, damit es auch wirklich, damit ich alles benutze. Wie man auch sieht, habe ich heute Morgen den Päcker auf 3 gestartet, auf den freue ich mich riesig, denn dann werden die CB-Angriffe noch etwas erfolgreicher. Nun gut, ich würde mal sagen, ich suche mir jetzt einen Gegner raus und bis gleich. Ich glaube, hier haben wir schon so einen Gegner. Also der ist nicht der stärkste, der ist eigentlich relativ schwach, aber ich weiß nicht, wie ich damit angreifen soll. Und den nehmen wir uns jetzt. Von wo greifen wir an? Also ich würde sagen, Golem erstmal zum Tanken. Golem, Tanken, Riesen hinterher. Vielleicht Mauerbrecher. Wutzauber. Keine Ahnung, Schweinereiter, Valkyrie. Drache, Päcker, Heiler. Magier, Luftballons. Mauerbrecher. Goblins. Bogenschützen. Barbaren. Lakaie. Oh mein Gott, das sieht aus, ey. So eine lange. Oh, die Hexe muss ich übersetzen. Hier mal ein Heilzauber. Einfach mal so aus Fun. Das ist wirklich nur ein Fun-Angriff. Das ist kein ernster Angriff. Boah, das sieht aus, ey. Junge. Ein Blitzzauber auf die Luftabwehr. Weil ich gerade Bock drauf habe. Vielleicht hier einen Sprungzauber hin, damit ich schneller rüberkomme. Und da jumpen alle rüber. Boah, das sieht aus, ey, wenn man mit allen Truppen, die es gibt, bis auf den Laberhaut angreift. Jo. Das sieht echt geil aus, ey. Ja, also ich habe ja mir vorgenommen, diese Woche Sims 4 zu let's playen. Denn ich wollte es mir ja besorgen. Nein, das hat sich gerade echt scheiße angehört. Sorry, mein Lachen ist ein bisschen komisch, das muss ich wissen. Ja gut, Sims 4, das wollte ich mir ja holen. Besser gesagt. Das hört sich nicht so pervers an, ja gut. Denn ich bekomme ja diese Woche ein neues Mikro, wie ich schon in den letzten Videos tausendmal erwähnt habe. Ich freue mich einfach nur riesig auf dieses Mikro. Und hier machen die schon, ja, 100%. Alter, das in dieser Liste sieht einfach nur so heavy aus, ey. Oh ja. Der angegriffen wurde, fragt sich auch nur so, what the fuck? Voll alle Spende euch, Bogi, okay, Ach ja, der Tobias. Ich habe ja schon gesagt, im letzten Part habe ich ja angekündigt, dass ich jetzt einen Clan besuchen werde und das werde ich auch direkt machen. Okay, ach ja, falls ihr auch besucht werden wollt, schreibt mir bitte euren Kürzel und nicht den Namen hin. Der Kürzel wäre viel besser, denn der Name, es gibt auch Namen, die es tausendmal gibt, ne? Und das wäre dann nicht gerade optimal. So, Hashtag 228. Ich glaube, das ist ein C. 2. Ja, hier ist auch der Clan. Okay, 3 Meister. Ein paar Kristall. Tobias 1, 2, 3 hieß er. Läuft bei dir. Oh ja, das ist ein geiler Name. Zauberdorf. Tobias 1, 2, 3. Anscheinend bist du gerade am Farmen, weil du in der Bronze Liga 1 bist. Eine Rathos Level 8 Farming Base. Was kann man dazu sagen? Also auf jeden Fall sollst du den Minenwerfer da reinstellen. Der Magierturm hier deckt ein Lager ab, wie ich so sehe. Und 2 angekratzt. Der deckt auch so ein Lager ab und 2 angekratzt. Der deckt 3 Lager ab. Ja gut, das ist in Ordnung. Die Minenwerfer. Du sollst den da reinstellen, wie schon gesagt. Die Magiertürme stehen im Dreieck, das ist gut. Die Luftabwehr deckt die ganze Base ab.
Lager stehen schön mittig, du schützt das Dunkle. Die Clanburg ist etwas weit außen, aber das ist Geschmackssache. In der Bronze Liga 1 brauchst du die, glaube ich, sowieso nicht. Greifst mit Bogenschützen und Magiern an. Mit 16 Magiern und 70 Bogenschützen. Ja gut, eigentlich ist die Base relativ gelungen. Aber du sollst langsam anfangen, die Mauern auf 7 zu machen und die Flächenschaden hoch. Was man als allererstes machen sollte, ich halte mich selber nicht dran, aber ich habe keinen Bock auf den Flächenschaden, weil er ziemlich teuer ist, so Magiertürme. Also wenn man hochgeht, sollte man als erstes die Flächenschäden hochmachen. Das ist immer das, was man als erstes hochmachen sollte. Also die Magiertürme und die Minenwerfer. Ja, mehr Flächenschäden gibt's nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ja gut, jetzt besuche ich noch ein paar andere aus meinem Clan, nicht den gesamten, das wäre viel zu viel. Besuchen wir mal die ersten. Mischer. Upsi. Rathaus Level C. Davon sind wir noch relativ weit entfernt, denn ich will auch die Mauern auf Max machen. Naja, nicht auf Max, zumindest auf 9. Und das kann noch ein bisschen dauern. Die Inferno-Türme sind auf Level 2 und auf Multi gestellt. Ich kann Multi und Einzelseele einfach nicht unterscheiden, weil ich mich nie damit wirklich beschäftigt habe. Du machst hier gerade 2 Tesla auf 8. Tesla auf 8 sieht so hammergeil aus und macht auch 99 Schaden Damage. Und das Doppelte, also 198 bei Packern. Das ist... Oh, Junge, Junge, Junge. Die X-Bögen stehen im Dreieck, das ist auch gut. Das ist optimal bei sowas. Die Minenwerfer stehen so in der Linie, würde ich sagen. Aber ich kann so Rathaus Level 10 einfach nicht beurteilen. Denn ich weiß wirklich nicht, wie man da die beurteilen soll. Denn, ja, die meisten auf Rathaus Level 10 gehen ja auf Pokis. Und da sind schon komische Basen dabei. Jetzt bin ich noch... Ah, scheiße. Ja gut, also falls noch jemand Tobias aus deinem Clan besucht werden sollte, dann schreibt mir bitte auf Facebook den Namen und dann werde ich ihn besuchen, denn wenn nicht alle 34, naja, 33, dich ausgenommen, ich habe hier schon besucht, 33 Besuche, das dauert viel zu lange für diese Folge und diese Folge wird auch etwas kürzer, glaube ich. Ja, ich kann euch ja vielleicht noch so eine, Alter, das sieht mir so aus mit der Liste, ey. Verteidigungslog, ja. Hier gibt es ja nichts, das mit 2400 habe ich euch auch schon gezeigt. Boah, 60.000 Nuggets habe ich schon, richtig extrem, Alter. Richtig heavy. Ich muss unbedingt heute nochmal den Boost aus, den Boost wirklich genießen. Das ist ja heute der letzte Tag. Oh, ich muss meinen Kalender noch aktualisieren. Auf dem 6. Ja, also, ich würde euch empfehlen, heute nochmal richtig hardcore zu boosten, denn diese 1-Gem-Juwel-Aktion wird es wahrscheinlich nicht in nächster Zeit wieder geben. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Vielleicht im Sommer, wenn Clash of Clans wieder, wenn 3 Jahre alt wird, dann wird sie vielleicht wieder geben, aber ich bin mir noch nicht so sicher. Okay, ich würde mal sagen, das war es dann auch für die heutige Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über Kommentare würde ich mich auch freuen. Tschüss.